Das war ein wunderbarer Abend im Kreise der 73er Mannschaft, die Pokalsieger wurden. Und muss Ihnen dazu sagen, das war ganz toll. Und vor allen Dingen ja, habe ich einige Kollegen von früher, hatte ich 40 Jahre nicht gesehen. Ja, das ist überwältigend. Und das war so angenehm und so eine tolle Atmosphäre. Ich habe mich richtig darüber gefreut, weil, und das hatte ich heute meiner Mannschaft auch gesagt, normalerweise würde ich sowas nie machen, vor einem Bundesligaspiel aus dem Spielerhotel weggehend an einer Feier teilnehmen, aber gestern war das eben was ganz anderes, was Besonderes, und muss sagen, das war eine tolle Atmosphäre und wunderbare Gespräche, und ja, das war ein abgerundeter Abend. Und ja, zum Empfang oder zum Abschied hier im Borussia Park muss ich sagen, dass ja, das schon ein bewegender Moment für mich ist. Es ist ganz klar, ich habe es vorhin schon gesagt, habe hier meine Spielerlaufbahn begonnen, meine Trainerlaufbahn. Es wäre sicher noch etwas emotionaler geworden, wenn es der Bökelberg gewesen wäre, weil mit dem Bökelberg verbindet mich doch viele, viele Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch oder 7-1-Ergebnisse wie gegen Inter Mailand, drei Tage später 7-0 gegen Schalke 04, den Tabellenzweiten, und vieles mehr. Aber ich möchte mich wirklich sehr herzlich bedanken bei den Borussen-Fans und Zuschauern für den wunderbaren Abschied, weil ja, das zeigt mir, dass das meine Heimat ist. Ja, noch aus dem Spiel. Natürlich kann man immer irgendwelche Schlüsse ziehen, weil aber ich muss dazu sagen, man hat ja auch an dem Ergebnis in Dortmund gesehen, dass man es nicht ausschließen kann, dass man sich im Hinterkopf auch mit dem Champions League-Endspiel schon befasst. Und deswegen habe ich da auch so ein gewisses Nachsehen bei meiner Truppe. Weil wir haben zwar diese Woche wieder sehr, sehr gewissenhaft, sehr intensiv gearbeitet, aber es ist einfach so, dass natürlich sich alles um das Champions League Endspiel kreist, und dass natürlich auch es wichtig war, heute hier eine gute Leistung zu bringen, zu gewinnen, um auch im Rhythmus zu bleiben und auch das Selbstvertrauen weiterhin aufrechtzuerhalten. Und ich muss sagen, dass die Borussia da ein ja, sehr gute Mannschaft war, die uns gefordert hat, weil sie haben ein gutes Spielsystem, sie haben normalerweise ein gutes Umkehrspiel, sie führen ein gutes Pressing durch, sehr enge Räume, wo man rausfinden muss, und deswegen war das heute ein adäquater Gegner, um auch für Wembley zu üben.